Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden und seid wunderbar in die neue Woche reingerutscht. Ich wünsche euch natürlich nachträglich einen wunderschönen ersten Advent und damit ganz herzlich willkommen zu einer Offstream-Reaction. Das heißt, ich bin gerade nicht live. Normalerweise sind wir 2 bis 3 Mal live in der Woche und geben uns diverse neue Deutsch-Rap-Songs, unter anderem die letzte Nummer von Rammstein, Adieu, die ihr auch im Stream gesehen habt, beziehungsweise später gecuttet auf YouTube. Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Beschreibung, also wenn ihr da Bock habt, kommt gerne vorbei. Das ist eine Offstream-Reaction, das hat folgenden Grund. Ich habe auf Rammstein reagiert und es wurde mir im Chat schon gesagt, dass ich bei Rammstein generell aufpassen sollte, was ich mir auf Twitch reinziehe und was nicht. Twitch ist da relativ streng, was die Bestimmungen angeht und was weiß ich, dies, das, bibub. Und ich möchte da wirklich kein Risiko eingehen. Ich möchte nicht von Twitch irgendwie 2, 3, 4 Wochen in Urlaub geschickt werden, einfach weil hier irgendeine Szene gezeigt worden ist, die ich auf Twitch nicht anschauen darf. Deswegen werden in Zukunft diese Rammstein-Reaktionen offstream kommen. Ich hoffe, der Vibe ist nicht komplett anders so. Es werden weniger Cuts kommen. Generell, ich werde die Reaktion komplett eigentlich ungecuttet lassen, außer hier im Intro. Da werde ich den einen oder anderen Cut setzen. Aber wenn wir mal in der Reaktion drin sind, werde ich das ungecuttet lassen. Einfach damit ihr meine echte Reaktion auf dieses Musikvideo, auf dieses Musikstück seht. Ihr seht ja so oder so meine echte Reaktion, auch wenn ich auf Twitch live bin. Allerdings gibt es immer wieder ein paar schnelle Cuts, weil ich dann immer mit dem Chat interagiere und diese Frage noch beantworte. Dann will der was und hier und dies und das, bipapup. Wie soll ich meinen, da kommen viele andere Sachen noch dazu. Deswegen cutte ich die auch immer wieder. Die hier werde ich komplett ungecuttet lassen, weil wir jetzt, glaube ich, in einen Song gehen, der neue Maßstäbe zumindest für mich setzt. Also Real Talk, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir lassen nochmal ganz kurz Revue passieren, was bis jetzt passiert ist. Ich habe bis jetzt einmal in meinem Leben auf Rammstein reagiert. Das war auf das Musikvideo oder soll ich eher sagen Musikfilm Adieu. Und es ist unglaublich gut angekommen, die Reaktion. Vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal dafür, für die ganzen Kommentare. Die freuen mich eigentlich fast am meisten. Natürlich könnt ihr gerne das Video auch liken und so weiter und so fort. Aber nette, schöne Kommentare, ausführliche Kommentare freuen mich am meisten so. Ich bin noch nicht dazu gekommen, alle mir anzuschauen, um ehrlich zu sein. Aber so die Top-Kommentare, die am meisten Likes bekommen haben, die auch wunderschön geschrieben waren, habe ich mir durchgelesen und hat mich wirklich sehr krass gefreut. Mir wurde unter anderem auch unglaublich oft Deutschland empfohlen. Patrick, gib dir Rammstein Deutschland. Das ist nicht nur Musik, das ist auch ein Musikfilm, der seinesgleichen sucht, noch krasser als Adieu. Und ich frage mich eigentlich jetzt schon, ich habe Adieu gesehen, wie soll es noch krasser werden als Adieu? Wisst ihr, was ich meine? Das ist, geht gar nicht so. Da ist aber noch nicht Schluss. Es ist nicht nur Musik und Musikfilm, es ist auch noch extrem viel Geschichte noch mit einbegriffen so. Und ich sag euch, wie es ist, mir haben nicht viele Fächer in der Schule gefallen, aber Geschichte war immer so ein Ding, wo ich aufmerksam zugehört habe, wo ich jetzt nicht irgendwie halbschlafend auf den Tisch gehangen habe, sondern was mich wirklich interessiert hat irgendwie so. Vielleicht hat es aber auch rein gar nichts mit der Geschichte Deutschlands zu tun oder so. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in Deutschland Rammstein. 9 Minuten 22, noch eine Minute länger als letztes Mal, als bei Adieu. Ach du Scheiße, Digga. 3,5 Millionen Likes, wie geht sowas? Als deutsche Band, 3,5 Millionen Likes, 282 Millionen Aufrufe, Bruder. 282 Millionen Aufrufe. Das ist für mich, der eigentlich nur Deutschrap Mainstream so ein bisschen hört, als Hip-Hop-Fan, eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Universum. Das ist so, das sind so Maßstäbe, mit denen habe ich mich noch gar nicht vertraut gemacht bis jetzt. Das ist sowas jenseits von Gut und Böse. Wisst ihr, was ich meine? Wie auch immer, nichtsdestotrotz, wir werden, glaube ich, genug über das Musikvideo und über die Musik reden. Also stellt euch auf eine längere Reaktion ein. Stopp, ganz kurz noch, bevor das eigentliche Video losgeht, ganz kurze Sache in eigener Werbung. Ich habe jetzt auch ein Fiverr-Profil. Das erwähne ich ganz kurz, weil mich in letzter Zeit sehr, sehr viele Leute gefragt haben, zwecks Beat-Produktion, mischst du, masterst du, etc. pp. Ich habe ein Fiverr-Profil, Link ist in der Beschreibung. Dort kommt ihr direkt auf mein Fiverr-Profil und könnt euch meine Angebote einsehen. Über eine normale Beat-Produktion bis hin zum Mix und Mastering ist alles dabei. Also checkt gerne meine Angebote ab und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. 9 Minuten 22, Rammstein, Deutschland, Abfahrt. Dieses rote Licht, dieser rote Laser, tut mir leid, wenn ich jetzt gleich stoppe, aber hat er irgendeine tiefere Bedeutung? Weil der zieht sich jetzt durch die beiden Musikvideos zumindest. Ich meine, zwischen den beiden Musikvideos liegen auch jetzt gefühlt 3 Jahre oder ne, gute 3 Jahre, sagen wir mal so. Das kam vor 3 Jahren raus, Adieu vor ein paar Tagen. Hat es irgendwie eine tiefere Bedeutung? Digga.
ich kann nicht aufhören zu grinsen, so nicht, weil jetzt irgendwie das Soundbild mir extrem gut gefällt, was es ehrlich gesagt auch tut, also soundbildtechnisch, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist bei Rammstein, aber soundbildtechnisch unglaublich gut, damit meine ich nicht nur, wie das gemischt und gemastert ist, wie das produziert ist, bip-bap-bup, ne, das ist immer Endlevel, High-Class, krass, aber wie diese Szenen hier durch dieses psychoakustische, diese, oh, wie soll ich das sagen, es sind nicht mal wirklich Instrumente oder sowas, aber das, was im Hintergrund alles passiert, dieses melancholische, dieses psychoakustische, was diese ganze Szene, die relativ düster jetzt hier aussieht, weil hier oben schon ein paar Körper von den Bäumen hängen so, also ganz weird, das wird halt noch unglaublich krass durch das Audiotechnische unterstützt, wisst ihr, was ich meine? Digga, Digga, Digga. Interessant. Sehr interessant. Ich lass mal weiterlaufen, aber zu ihr kann ich, glaube ich, gleich was sagen. Mal schauen, mal schauen. Wir lassen mal weiterlaufen. Ich glaube, das Schlimmste, was du bei so Musikvideos oder bei Rammstein generell machen kannst, ist zu früh stoppen und zu früh urteilen. So, ich denke mal generell, die Musik ist sehr, hat auch jemand kommentiert unter dem letzten Video, ey, da sind so viele Kommentare zusammenkommen, freut mich auf jeden Fall, ich werde doch alle durchlesen, kommentiert auch wieder hier fleißig, ich werde dazu kommen auf jeden Fall, wir werden weiter mit Rammstein machen, weil ihr unglaublich schöne Kommentare schreibt und ich merke, dass es euch gefällt und mir auch unglaublich Spaß macht, so, ich denke, man merkt es auch im Vergleich zu den anderen normalen Reaktionen, die ich normalerweise auf dem Kanal bringe. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich jetzt irgendwie zu viel reininterpretiere, aber die Texte oder generell diese Musikvideos lassen generell viel Spielraum immer für Interpretation offen. So, ich glaube, genau das will auch Rammstein erzielen. So. Auch hier interessant, wie Deutschland geschrieben ist. Ich meine, man kann Deutschland lesen, man versteht auf jeden Fall, was hier steht, aber in Frakturschrift und das wird heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr so krass gemacht. Ich meine, glaube, meine Oma kann noch Frakturschrift lesen. Klar sieht man hier Deutschland, man kann es auch lesen, aber teilweise dieses Altdeutsche, diese altdeutsche Schrift, Frakturschrift und so weiter. Ich glaube, altdeutsche Schrift und Frakturschrift ist nochmal was anderes. Da verwechsel ich was, aber das müsste Frakturschrift sein, was in vergangenen Jahrzehnten noch viel präsenter war als heutzutage. Ich glaube, 17. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert oder sowas wurde diese Frakturschrift so verwendet. Alle Angaben ohne Gewähr. Okay, bevor es losgeht, ich glaube, es geht gleich die Musik los. Ich möchte ganz kurz zu der Szene und zu der Frau was sagen. Ich glaube, das waren die Römer oder das sollten die Römer darstellen so ein bisschen und das könnte die Schlacht von Varus oder Varusschlacht gewesen sein. Ganz kurze Erklärung, Rom gegen Germania oder Germanien ging auch, glaube ich, nur 3 Tage, also eine relativ kurze Schlacht für damalige Verhältnisse so. Und Germania hat tatsächlich diese unbesiegbaren oder die zu unbesiegbar scheinenden Römer besiegt und ich glaube, die Frau, die diesen Kopf in der Hand hatte gerade, die schwarze Frau, sollte so ein Symbol für Germania darstellen, was auch sehr provokant jetzt schon gemeint ist oder veranschaulicht worden ist, einfach weil das so niemals passiert wäre. Also man hätte niemals eine schwarze Frau als Symbol für Deutschland genommen, so, oder das spätere Deutschland. Ich meine, diese Varusschlacht gilt als Stunde Null irgendwie so ein bisschen, als die Geburtsstunde Deutschlands, in Anführungsstrichen, also ganz grob gesagt, so. Wenn ich hier irgendwie Müll erzähle oder irgendwie komplett abdrifte oder das falsch interpretiere, das kann auch eine Szene, die Szene könnte auch was komplett anderes darstellen, schreibt mir das sofort in die Kommentare. Ich möchte wirklich meine Gedanken mit euch teilen, so, was ich gerade zu der Szene denke, aber wenn ich irgendwie komplett abdrifte, ab in die Kommentare sagen, hey Patrick, du laberst einfach scheiße so. Schreibt's einfach so rein. Aber ich glaube, das soll so ein Symbol für Germania darstellen, diese schwarze Frau, was sehr provokant gemeint ist, weil das so niemals passiert wäre. Man hätte niemals damals eine schwarze Frau für das Symbol Deutschlands genommen, so wisst ihr, ich meine. Hauen die sich jetzt mit Schlagring aufs Maul oder was? Ach du Scheiße.
Powercords werden runtergerissen, Junge. Also wenn ich manchmal Live-Auftritte sehe, ich habe, by the way, noch nie einen Rammstein-Live-Auftritt gesehen. Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich habe noch nie einen Live-Auftritt gesehen. Viele haben mir geschrieben, ich soll die Live-Auftritte auf Video auch anschauen. Wenn ihr das wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. By the way, schreibt mir weitere Rammstein-Vorschläge oder andere Gruppen in die Kommentare. Das macht mir extrem Spaß so. Gerade wenn ein Musikvideo noch so viel Geschichte mit sich zieht. Ich habe teilweise Live-Auftritte gesehen, wo die Powercords runtergerissen werden und dann der Drummer noch irgendwie auf seinen Drums rumballert, dann der Bassist noch und dies und das und die sind alle so im Modus, Digga. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Die freuen sich wahrscheinlich auch auf die Auftritte, aber Digga, die sind jedes Mal so im Modus, diese Rock- und Metal-Bands, nicht nur Rammstein. Wie gesagt, ich habe noch nie live von dem was gesehen, aber diese ganzen anderen Metal- und Rock-Bands, die ich mir die letzten Tage so ein bisschen reingezogen habe, überwiegend irgendwie Ami-Rock-Bands. Ich weiß nicht, ob es da so ein ganz, ganz gravierenden Unterschied zu deutschen Rockbands gibt so, aber die sind so im Modus, immer und immer machen die so, wie soll ich meinen, immer haben so lange Haare und Digga, crazy. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass sie wirklich so ein Symbol für Germania darstellen sollte damals, was wie gesagt sehr provokant ist, aber ich glaube, das ganze Video wird sehr provokant gestaltet. Digga, was für ein Feeling, oder? Also der Drummer gibt ja gerade alles und nur was für ein Feeling. Holy shit, zu den Drums ganz kurz. Viele haben mir gesagt, dass es wirklich live abgenommen ist und das glaube ich jetzt einfach mal, weil ich habe mir ein bisschen die Gruppe angeschaut und auch den Drummer. Ich meine, der Drummer sieht sehr sympathisch aus und ich möchte ihn jetzt wirklich nicht fragen, ob die jetzt live abgenommen worden sind oder aus dem Internet gezogen worden sind. Ich glaube ihm einfach mal, dass sie wirklich live eingedrummt sind. Er macht mir jetzt keine Angst, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt fragen, so, oder seine Arbeit in Frage stellen, so, wie soll ich meinen? Deswegen lassen wir es einfach mal dabei und gehen davon aus, dass die Drums so eingespielt worden sind. Hauen die sich echt aufs Maul? Hindenburg. Hindenburg, oder? Müsste Hindenburg sein. Dieser Zepp, hieß es Hindenburg? Wow, fuck, Digga. Ich möchte hier, guck mal, Geschichte, gerade die deutsche Geschichte in den letzten 100 Jahren so, da ist wirklich viel abgegangen und viel Müll und viel Scheiße abgegangen, worauf, glaub, Rammstein auch so aufmerksam machen möchte. Wenn jetzt irgendwelche Abzeichen oder hier, keine Ahnung, Schleifen oder Krawatten anhaben, die auch eine tiefere Bedeutung haben, davon habe ich wirklich wenig Ahnung so, aber das müsste im Hintergrund Hindenburg sein, oder? Der abgestürzte Zeppelin, der so groß angepriesen wurde und dann mitten in der Luft, oder ist er mitten in der Luft in Flammen aufgegangen oder beim Aufprall auf dem Boden? Auf jeden Fall brannte er lichterloh am Ende. Du hast viel geweint, im Geist getrennt. Oh, Digga, er haut ihm echt eine über, oder was? Im Geist getrennt. Guck mal jetzt, er haut ihm wirklich eine rein. Boah, Digga, wie sein Kopf nach hinten. Ach du Scheiße, also wenn die nicht mit Leib und Seele bei Musikvideos dreht, Musikfilmdrehs dabei sind, es ist ein Musikfilm, kein Musikvideo mehr, dann weiß ich auch nicht. Sehr interessant, weil wir haben Tills Stimme, Till Lindemann, Frontmann von Rammstein, sollte man kennen, ne? Tills Stimme in der Mitte generell, also du hast, kommt am Ende dann als, nicht als Adlib oder als Harmonie, doch so als Adlib Harmonie hinten drauf, weil guck mal hier, du hast viel geweint und dann am Ende, um die Zeile noch abzuschließen oder zu vervollständigen, du hast, ne, dieses Adlib kommt da rein, was nicht nach ihm klingt. Du hast. Also, ich glaube, das ist nicht Till. Du hast viel geweint. Geweint, ne? Kann auch sein, dass Rammstein Backup-Musiker hat, Backup-Frontman oder sowas, die halt auch live Till unterstützen, so. Was viele Rap-Acts zum Beispiel haben. Also, sie haben immer jemanden, zweiten, dritten auf der Bühne, der halt musikalisch, also nicht musikalisch, vocal-technisch den Frontmann unterstützen, so.
Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist, aber diese Stimme hier, du hast, hört sich nicht nach Till seiner Stimme an. Im Geist getrennt. Digga, er zieht ihm einfach einen über. Im Herz vereint. Wir sind schon. Sagt mir irgendwas. DDR-Zeiten? Einheitspartei, oder? Einheitspartei oder sowas? DDR, Sozial... Einheitspartei? DDR oder sowas? Kann gut sein, weiß ich nicht ganz genau. Das Zeichen im Hintergrund, auch wie die sich angezogen haben, die Abzeichen hier auf der linken Brust und so weiter, deuten darauf hin so ein bisschen. Ich möchte mich da aber, wie gesagt, auch nicht festlegen. Ich möchte nur jede Szene irgendwo kurz ein bisschen besprechen, so. Nicht, dass es im Nachhinein in den Kommentaren heißt, du bist darauf oder darauf oder darauf nicht eingegangen. Sozial... Einheitspartei DDR oder sowas, glaube ich. Lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Die Rattenplage, Junge. Schaut mal, wie viel Ratten da Richtung, keine Ahnung, in die andere Richtung quasi gehen. So, Digga, was für ein Video. Kleine Top-Melodie kommt drauf, dieses Boom, Boom, Boom. Könnte so eine Art Piano oder so sein. Ganz, ganz verschwommen Hintergrund mit viel Reverb in den Hintergrund gebracht. Super nice. Digga, was ist das für ein Video? Von was essen die da? Und die Leute unter dem Tisch, wer sind die? What the fuck? Also die, sie liegt auf dem Tisch irgendwie. Wenn man sie immer noch als Symbols Germanias nehmen kann, ich weiß gar nicht genau, ob das sich im Laufe des Musikfilms jetzt gerade irgendwie geändert hat. Sie essen davon. Leute sind unterm Tisch, Ratten sind auf dem Boden. God damn. Mein Herz in Flammen, will ich lieben und verdammen. Dazu passt aber auch der Text so ein bisschen. Ist nicht die appetitlichste Szene jetzt hier gerade, um das zu besprechen. Will dich lieben, will dich verdammen oder so sagt er. Will dich lieben und verdammen. Dazu passt der Text aber auf jeden Fall, dass halt generell diese deutsche Geschichte von super, super dunklen Taten geprägt war. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und diese auch unglaublich hart und radikal hier zur Schau gestellt werden. So, also unglaublich, unglaublich hart. Und da sind wir bei einem guten Punkt, weil ich habe einen Kommentar gelesen. Ich habe ja gefragt, warum Amis Rammstein so krass hören. So. Und ich glaube einfach nur, weil die Rammstein verkörpert den Deutschen so gut. Wisst ihr, ich meine, man muss so ein bisschen aufpassen, was man da sagt, aber Amis stellen sich so Deutsche vor, genau so. Radikal, ne, so richtig kernig einfach so. Man hat halt diese Bilder auch gerade als Ami noch von, ne, von vor 100 Jahren so, wo wirklich schlimme Dinge passiert sind, wie gesagt. Aber ich glaube, genau so stellen sich Amis auch die Deutschen vor und deswegen. Ey, hast du Rammstein schon gehört? So, das sind die Deutschen so. Wisst ihr, ich meine so, was willst du mit deinem Kappi? Was willst du mit deinem, keine Ahnung, Apache oder sowas? Es sind auch irgendwo Stars und Superstars in Deutschland, aber das sind die Deutschen, Digga. So, weißt du, ich meine? Dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Digga, dieses Deutschland, guck mal, mit wie viel Backings da gearbeitet wird. Diese Szene habe ich noch nicht so ganz geblickt. Man könnte, also das impliziert mir, die Bilder implizieren so bei mir so ein bisschen, dass sie aus einer anderen Zeit kommen, dass sie jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, zeitgereist sind oder sowas, aber dass sie auch die Blicke, wie sie auf diese Statuen und so weiter schauen, auf diese Symbole schauen, dass sie sowas noch nie gesehen haben.
dass sie vielleicht aus einer anderen Zeit kommen. Guck mal, wie er guckt, sehr Augen weit aufgerissen, sehr entsetzt, so was er da gerade sieht, sehr überwältigt, so er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Aber diese Szene kann ich noch nicht so ganz einordnen. Ich glaube, das ist auch gar nicht chronologisch gefilmt oder nacherzählt, so ein bisschen die Geschichte, sondern sehr wild durcheinander. Neue Szene, Gefängnis, okay. Also also man muss das Ding eigentlich öfter schauen. Öfter schauen, öfter hören. Und es tut mir unglaublich leid, wenn ich jetzt nicht zu krass auf die Musik eingehe. So. Ich sage natürlich immer wieder was dazu, wie es mir gefällt. Und generell Drums relativ simpel so. Wie gesagt, ich möchte dem Drummer nicht zu nahe treten. Machst einen super Job. Komm bitte bei mir nicht vorbei und reiß mir nicht meinen Kopf ab oder sowas. nein, Spaß. Und tut mir auf jeden Fall leid, wenn ich da zu wenig drauf eingehe. Aber meiner Meinung nach musst du genau dieses Ding locker 4, 5 Mal schauen und hören. Zweimal nur aufs Video, auf den Film eingehen, zweimal nur auf die Musik und am Ende vielleicht nochmal so das Gesamtkonzept dieser Produktion, dieses Meisterwerks jetzt schon nach 3,5 Minuten so auf dich wirken lassen und dann ein Fazit ziehen. Weil bei einem Mal sehen und hören kannst du unmöglich auf alles eingehen. Unmöglich. Ich will dich nie verlassen. Man kann dich lieben. Hier auch wieder, ich will dich nie verlassen, ich will dich lieben, nie verlassen, man kann dich lieben und auch hassen, so, wisst ihr, ich meine, und es trifft da sehr, sehr gut zu und ich glaube deswegen, Rammstein, die ganze Gruppe möchte ja anecken, so, wisst ihr, ich meine, und egal wie provokativ und wie schaurig diese Szenen manchmal dargestellt sind, das ist Message, die wir eigentlich brauchen. Wir brauchen keine Message, wo jemand im Ferrari, keine Ahnung, drei Lines Kokain zieht, daneben noch eine Frau sitzt, dann hat er noch eine Wumme hier und dann pusht er ein paar Packs da und das verpackt er in irgendwelchen Songs. Das ist genau so ein 0815 Deutschrap-Song, den wir seit eh und je, seit 5 Millionen Jahren haben. So, das will ich auch nicht mehr hören. Das brauche ich und will ich nicht mehr hören. So. Das ist so provokativ und so ehrlich dargestellt, dass es schon wieder den einen oder anderen auf eine gute, auf eine positive und auch auf eine negative Art und Weise schockt so ein bisschen. Ich glaube, der Song kam auch nicht bei jedem so ultra gut an, rein vom Musikfilm her. Überheblich, überlegen, übernehmen, Oh, okay. Überlegen, übernehmen, übergeben. Wenn ich es nicht besser wüsste jetzt, würde ich sagen, das ist ein Konzentrationslager. Oder? Überlegen. Boah, da muss ich echt aufpassen und ich möchte auch nicht zu viel reininterpretieren. Aber das sieht wie eine V2 aus. Übernehmen. Und das sieht wie ein Konzentrationslager aus. Und das müsste dann das Konzentrationslager Mittelbau-Dora sein, aber das ist so detailliert. Ich weiß nicht, ob das so detailliert drauf eingegangen wurde, aber diese V2, Vernichtungswaffe 2, Vergeltungswaffe 2, ich weiß gar nicht mehr, irgend so einen Namen hatte sie, hat nie wirklich ganz, ganz großen Schaden angerichtet, aber die wurde halt eben in diesem Bereich Mittelbau-Dora eben auch gebaut, so. Reine Spekulation, wie schon gesagt, aber so interpretiere ich und so bewerte ich gerade diese Szenen, die ich das erste Mal in meinem Leben sehe. Übernehmen, übergeben. Und die sollen hingerichtet werden. Überraschen, überfallen. Deutschland, Deutschland, überrallen. Mein Herz in Flammen. Fotografieren verboten. Ein Häftling putzt oder ja, putzt diese Schuhe. Das muss ein Konzentrationslager sein. Und hier wurde auch extrem krass auf Details geachtet. Also generell, Digga, dieses Bild ist so, Digga, dieses Bild. Also ganz kurz mal so, abseits von allem, Digga, das Ding kann doch in jedem Geschichtsunterricht mindestens einmal laufen, oder? Also darüber könnte man doch wirklich 5 Arbeiten schreiben. Da gibt es so viele Fragen, die man stellen könnte. Und mal auf eine moderne Art und Weise. Hier wurde sehr krass auf Details geachtet, weil diese Häftlinge stehen jetzt nicht nur da und werden hingerichtet so,
sondern auf jedem Einzelnen unterschiedliche Muster, beziehungsweise hier ein Stern. Und ich glaube, das ist so ein Stern im Stern, dass er Jude und irgendwas, ah, Digga, das ist, glaub, homosexuell. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wenn da jemand weiß, was die genauen Bezeichnungen dieser Symbole sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das müsste homosexuell sein, dieses Dreieck, dieses umgedrehte Dreieck in Rosa oder sowas. Andere weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Aber das ist schon ein heftiges Bild. Auch wie er jetzt hier unten gerade seine Schuhe putzt, Digga. Hier sieht man es besser. Warte, warte, warte. Hier sieht man es besser. Genau, hier ist so ein umgedrehtes Dreieck im Dreieck quasi. Das müsste Homosexualität sein. Im Hintergrund die V2, wie schon gesagt. Mittelbau Dora, aber alles nur Spekulation. Boah, ich wusste das mal. Jude und irgendwas anderes noch. Was ist bei ihm? Ey, tut mir leid, wenn ich da so ganz, ganz spezifisch drauf eingehe, aber das ist unglaublich überwältigend gerade für mich, ohne Scheiß. Hier steht nur irgendwas, ne? Dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Deine Liebe ist Fluch und Segen. Oh, warte mal, warte mal. Ich habe mich schon gewundert, was ist das für eine Szene hier, ne? Aber jetzt die laden die Waffen nach und haben jetzt nicht wirklich Ausrüstung, also es sind keine Soldaten oder sowas. Das könnte die RAF sein, oder? Rote Armee-Fraktion, die dann allesamt in Stammheim eingesessen sind. Bei mir um die Ecke so ein bisschen, 20, 30 Minuten von mir ist immer noch heutzutage das Gefängnis von Stammheim. Hat natürlich einen extrem historischen Hintergrund, gerade wegen dieser Roten Armee-Fraktion, die sich dann auch noch im Gefängnis, tut mir leid, im Gefängnistrakt irgendwie unterhalten haben über die Anwälte und so weiter. Also das war. Ist schon eine heftige Zeit gewesen. Das könnte die RAF sein, oder? Oh shit, habe ich leise gemacht? Ach du Scheiße, sorry. Ich bin sehr aufgeregt und sehr überwältigt. Liebe ist Fluch und Segen. Meine Liebe kann ich dir nicht geben. Und sie entführen quasi das Deutschland. Also hier nochmal das Symbol, sie hier. Sie entführen bzw. wollen Deutschland befreien oder sowas. Ich dir nicht geben. Ganz kurz zu den Drums. Hier hört man sehr gut die Drums raus, die komplett durchlaufen einfach eigentlich. Das Schöne ist, an so Rock- bzw. Metal-Produktion, man ist irgendwie auf den Drummer extrem angewiesen so. Natürlich kann man sich auf Splice andere Drums runterziehen und dadurch eine ganz andere Rhythmik erschaffen. So, ich meine, wir sind immer alles nur Menschen und der Drummer hat auch nur zwei Hände so. Und natürlich gibt es gute Drummer und nicht so gute Drummer. Und im Endeffekt ist man limitiert in den Drums, die man spielen kann. Wisst ihr, ich meine? Klar, man kann die Tick-Kick durchballern, man kann hier eine Snare spielen, man kann hier irgendwo ein Cymbal spielen, eine Hi-Hat oder sowas, eine Open-Hat noch. Aber man hat nur zwei Hände, so, wisst ihr, ich meine? Natürlich kann man schnell drummen, so. Aber was ich damit sagen will, diese Drum-Patterns hier zum Beispiel, die sind sehr simpel nach vorne gehend. Hier. Kick, Snare, Kick, Snare. Wisst ihr, ich meine? So die ganze Zeit durchgehen, so. Und dadurch kommen diese Produktionen immer sehr simpel rüber. Und auf der anderen Seite nie zu stark überladen mit Drums. Dich auch dieses Bild, es hat sowas. Das hat was Magisches irgendwie. Ich weiß nicht, dieser Elch im Hintergrund. Ich finde ein Elch sowieso sehr mystisch, sehr majestätisch. Nicht nur, weil ich noch nie in meinem Leben jemand einen gesehen habe, ein Elch so, sondern auch das Geweih und so weiter. Dann die Frau wieder. Mit einem Heiligschein oder sowas. Übrigens, sie hatte vorher auch einen Lorbeerkranz auf. Und hier die weißen Tauben. Super crazy. Also diese Szenen hier, ne? Habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Du, ich, wir,
Was passiert hier gerade? Übermächtig, überflüssig, über Menschen, überdrüssig, wer hochsteigt. Digga, was ist das? Zieht er ihr einfach einen Hund oder was ist das? Ein Welpe, ein Hund aus ihr raus? What the fuck? Diese Szenen hier rufen bei mir so gerade ein bisschen so Endzeitstimmung vor. Die einen rollen mit Panzern ein, die anderen kommen mit hier eine Armee mit Schwertern. Ist ja auch ein Messer, ist ein Schwert ein Messer? Ein Messer ist ein Schwert, oder? Oder ist das Messer einfach der große Bruder vom Schwert? Der große Bruder vom Messer? Egal, scheiß drauf, ne? Endzeitstimmung so ein bisschen. Die prassen, glaube ich, jetzt alle aufeinander. Man hat auch hier in der Szene... Hat auch die Decke so ein bisschen gebröckelt, da kam so ein bisschen Beton und so weiter runter. Ich will die Szene finden. Ich glaube. Jetzt hier, man sieht von oben, es bricht alles so langsam ein, es wird alles so langsam ein bisschen gestürzt, wisst ihr, was ich meine? Flüssig, über Menschen, überdrüssig, wer hochsteigt, der wird tief fallen. Ja, guck mal hier. Hat sich alles so quasi ein bisschen gedreht. Inhaftierte aus einem KZ-Lager oder sowas. Wie gesagt, Digga, diese Zeit damals war unglaublich, unglaublich schlimm so. Und deswegen finde ich auch gerade, sollte so ein Ding auf jeden Fall irgendwie in einem Geschichtsunterricht mal aufgenommen werden, so, damit man auch diese Zeit von damals noch vielleicht ein bisschen besser veranschaulichen kann und ein bisschen besser nachvollziehen kann, was da alles passiert ist und ein bisschen besser erklären kann. Ich meine, junge Leute können immer mehr mit einem Video was anfangen oder mit einem Film was anfangen, plus der Musik. Klar, die Musik wird die jungen Menschen wahrscheinlich eher weniger ansprechen, so. Aber mal dieses Gesamtpaket zu sehen, und man hat ja von bis super viel Geschichte in diesem einen Musikvideo, das 9,5 Minuten geht, so, wisst ihr, ich meine, anstatt man wirklich einen langweiligen Film von, keine Ahnung, 1836 45 Minuten oder eine Stunde laufen lässt und wir irgendwelche Informationen mitschreiben sollen, zieht euch lieber das Video rein. Die Mächte haben sich hier komplett gedreht jetzt. Allen Deutschland, Deutschland, überall dein Herz. Auch hier, guck mal, nochmal, ne? Sie sagt hier, sie hebt den Dolch oder sie hebt ihr Schwert und sagt Deutschland als schwarze Frau, so, ne? Wie gesagt, überhaupt nichts. Mein bester Freund ist schwarz, so, ich lieb die schwarze Kultur, und das war dumm gesagt jetzt, ne? Schwarze Menschen und die Kultur dahinter und deren Kultur und so weiter und so fort. Aber das ist halt so provokativ dargestellt, das wäre so nie passiert. Wie soll ich meinen so? Man hätte niemals sie als Frau, als schwarze Frau da stehen sehen und Deutschland rufen hören, so, wie soll ich meinen? Dein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. Mein Atem kalt, so jung und doch so alt. Dieses Deutschland, ne, das kommt so voll majestätisch rüber, einfach weil da, weiß nicht, keine Ahnung, 8 bis 12 Stimmen hinter sind, die einfach links, rechts gefächert sind, und dadurch kommt es sehr majestätisch und sehr voll so. Ey, wieso schalte ich stumm? Und doch so alt, Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Hier, deine Liebe ist Fluch und Segen, das lyrisch wird dieses Video komplett unterstrichen, beziehungsweise die Lyrik stand ja vor dem Musikvideo, das Musikvideo ist perfekt auf die Lyrik zugeschnitten, oder es wurde perfekt umgesetzt, es wurde perfekt von vorne bis hinten umgesetzt. Liebe ist Fluch und Segen, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Digga, das ist so wild. Auch hier dieses Solo, was jetzt hier an der E-Gitarre gespielt wird, dieses... Digga. Dazu diese Powerchords. Und der Drummer, der halt wirklich full Gas gibt. Digga, das hat sowas. Ey, das ist so.
das Abgespacete durch diese Laserstrahlen und dann teilweise auch diese Astronautenanzüge. Dann auch das hier wieder. Aber dann gleichzeitig diese Frau, die so einen Heiligschein über sich trägt. Das ist alles sehr durchmischt und sehr abgespaced. Also das flasht komplett. Sample zieht hier ein bisschen in den Ohren, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, obwohl es hier wahrscheinlich wenige Leute interessieren wird. Sample zieht hier ein bisschen. Junge, 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 Junge. Die Szene hat auch bestimmt eine ganz, ganz tiefe Bedeutung so. Sie fliegt jetzt hier gerade mit ihrem Sarg durchs Weltall so. Der Abspann ist auch immer schön, ne? Gibt mir hier so ein bisschen Peaky Blinder Vibes, sag ich so, wie es ist. Auch dieses Piano, was gespielt wird, super schön. Warte mal, was ist hier? Ich habe gerade überlegt. Schönes Piano, jetzt noch mit diesen tieferen Noten, die halt noch so ein bisschen was Düstereres bisschen reinbringen, so ganz, ganz nice. Das ist Kunst. Wir reden immer oft über Kunst und Künstler und so weiter und so fort. Heute kann sich ja jeder Künstler nennen, der irgendwie den Takt mal trifft auf eine Trap-Beat. Wie soll ich meinen so? Dann ist es schon ein Künstler. Ich meine, dieses Wort Künstler ist so weit weg. Es wurde so weit weggetragen worden vom Ursprung, was mal wirklich ein Künstler war, dass es heute alles sein kann. So, ne? Wie Deutschrap. Was ist heute Deutschrap so? Wie soll ich meinen? Es kann ja von bis alles sein. Aber das sind Künstler und das ist Kunst. Spekter, Junge. Sie hat ihren Job auch richtig, richtig gut gemacht. Auch eine super brutale, aber sehr ehrliche und harte Szene gewesen. Was ein wildes Piano. Junge, die halbe Welt hat an diesem Musikvideo mitgemacht. Junge, Junge, Junge. Aber gerade wenn du so eine Produktion hast, dann darfst du da auch niemand vergessen zu erwähnen, ohne Scheiß. Wäre da einer irgendwie ausgefallen, hätte es eigentlich gegeben, wäre das ganze Ding irgendwie anders oder gar nicht gekommen. Guck mal allein, wie viele Leute fürs Licht zuständig waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich habe mich verzählt, ist egal. Junge, fürs Licht. Einfach nur Licht. Junge. Das ist zu krass. Es ist einfach zu krass. Spekter, Junge. Ah.
du Scheiße. Guck mal, ich möchte da auch hier wieder Frakturschrift. Ich möchte da gar nicht zu viel sagen, so. Abschließend ganz kurz meine Meinung nach, ich müsste mir das Ding nochmal geben, einfach für die Musik und einfach nochmal fürs Video, weil ich bestimmt Szenen nicht verstanden habe. So, ich habe ein paar Szenen nicht verstanden. Gerade diese Astronautensache, so diese abgespacede Sache, die halt so irgendwie einen kompletten Kontrast zu diesen anderen Sachen gestanden hat, so, wie soll ich meinen? Da müsste ich mir die Musik nochmal reinziehen, die auch wieder schön war, so. Es war nicht zu 100% mein Ding, aber es war schön. Aber ich bin der festen Meinung da, dass das Ding auf jeden Fall im Geschichtsunterricht oder so mal gezeigt werden soll. Ohne Witz jetzt, also es ist gar kein Spaß. Und man kann so das mal von einer deutschen Produktion behaupten, von einer deutschen Musikproduktion. Wir reden ja eigentlich immer noch über Musik, so, wie soll ich meinen? Ich meine, wenn du so ein Deutschrap-Video siehst, Digga, das kannst du ja nicht im Geschichtsunterricht zeigen, so. Das ist das erste Video, was mir jetzt seit 3, 3,5 Jahren so vor die Augen kommt, von denen... Da wo ich von ausgehe, dass das Ding auf jeden Fall dem einen oder anderen so ein bisschen mehr die Augen über das vergangene Deutschland öffnet. Auf eine harte, aber ehrliche Art und Weise. So wie es, glaube ich, auch Rammstein wollte, so ohne Scheiß. Digga, was ein Meisterwerk.